Es ist ein unglaubliches Bild, das was man da jetzt eigentlich gar nicht in Worten fassen kann. Volksaufstand und Flächenbrand, das gefällt mir gut. Wir machen heute diese Versammlung, diese Arbeitsniederlegung, zugleich nennen wir es auch schon Warnstreik, einfach deswegen, weil die sozialen Berufe hier in unserem Haus einfach nicht entsprechend abgegolten werden. Ich finde, dass wir schon auf jeden Fall mehr als 1% verdient haben und kriegen sollen, weil es wird immer alles teurer, alleine unsere Parkplätze sind teurer geworden. Und es ist eine anspruchsvolle Arbeit, wo sehr viel verlangt wird und die kann auch dementsprechend bezahlt werden. Es ist die Linie klar vorgegeben. Wir sehen es als Auftrag der Beschäftigten, nicht abzuschließen, keinen Kompromiss einzugehen, der bedeuten würde, unter der Inflationsrate abzuschließen. Das arbeitgeberseitige Angebot ist mit 1% oder maximal 20 Euro gedeckelt und wir behaupten, wenn die Inflationsrate 2,5% ist, dass dieses Minusgeschäft nicht auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden soll. Und wir haben also dort demonstriert, es hat nur trockene Semmel und eine kleine kurze Wurst gegeben ohne Beilagen, damit also die Leute wissen, was die 20 Euro in Wirklichkeit netto wert sind. Wie groß muss denn die Verärgerung sein, wie groß muss der Frust sein und wie angefressen und beleidigt auch müssen denn die Beschäftigten in dem Haus sein, dass sie so eine Veranstaltung wie heute machen, und das ist ein deutliches Warnzeichen. Traut euch, steht zu, dass auch dementsprechende Lohnerhöhungen kriegt. Insofern wünsche ich euch wirklich viel Glück, sende ich die herzlichsten solidarischen Grüße vom AKH. Ein Patient steigt mit, das ist erfreulich. Das ist erfreulich. Dankeschön für die Unterstützung. Vielen Dank. Tretet ein für eure Rechte, kämpft für eure Rechte. Es geht um eine faire Lohnerhöhung. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was, haben wir eh schon öfter gehört, gesellschaftspolitisch ist und eigentlich auch weiter ausgekehrt auf die Landstraße. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir uns morgen noch Mieten leisten können, dass wir uns Strom leisten können, dass wir Lebensmittel uns kaufen können. Und darum sind unsere Maßnahmen so wichtig. Das ist so unglaublich. Das ist sowas von genau die gemeinsame Arbeit, die man seit Jahren gewünscht hat. Das ist Gewerkschaftsarbeit, Kolleginnen und Kollegen, genauso wie es sein muss. Es gibt von der Gewerkschaft ja eine Landesstreikleitung, dann gibt es in die eigenen Krankenhäuser Streikleitungen. Wenn sich hier nichts tut, dann wird es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen, die dann durchaus einen ganzen Tag oder auch zwei ganze Tage betragen können. Ich bin auf jeden Fall mit Elan dabei. Okay. Wir können nur für unsere Häuser sagen, oder ich für unser Haus, wir sind kampfbereit, das hat man jetzt gesehen, die Leute tun mit. Und wir werden unter der Inflationsrate nicht abschließen. Ja? Also das ist unsere Mindestforderung. Ja? Falls das nicht erfüllt wird, haben wir sehr, sehr kreative Köpfe in unserer Reihe und dann wird man einfach weitere Maßnahmen setzen, wo man die Daumenschrauben sehr wohl anziehen kann. Ich muss euch sagen, in meinen Augen seid ihr eh alle viel zu bescheiden. Was wollt ihr haben? Das, was euch ja sowieso zusteht. Jetzt redet ihr von Inflationsausgleich. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist zu wenig. Die sollen euch anständig bezahlen. Bleibt hart, wir schaffen das miteinander und gebt es ja nicht nach. Danke.